So Leute, warum ist das jetzt, warum kam ich letztes Mal nicht klar, warum hier was nicht stimmt oder warum ich nicht rauskomme? Halt, aber wir wollen die Person wechseln. Die soll dieses Bett beanspruchen. War das hier rot umrahmt worden? Ich dachte mir so, was soll das? Was macht man sie da? Nee, du sollst nicht dahin gehen. Hände küssen. Und du sollst auch keinen Sportkanal gucken. Du sollst erstmal dieses Bett für dich beanspruchen. Achso, ist schon. Ja, dann kannst du erstmal an den Computer gehen. Witze schreiben, programmieren, üben, Haushalt, Job suchen. Danach müsst ihr euch erstmal kennenlernen noch. Oh, jetzt. Oh. Was würde denn Tali wären? Ja, sie sieht nicht ganz so aus, aber ich bin auch kein Meister für ein Spiel hier. Was würde Tali von den ganzen Sachen hier wären? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass sie Ärztin werden wollte, aber das gibt es ja hier nicht. Ha. Weltraumranger, Musiker, Komiker. Diamantagentin oder Schurken. Mit 17. Maler ist mir zu einfach. Schriftsteller, keine Lust. Sportner, Techniko, Verbrecherin, neune. Also würde Mansi, würde ich... Ach komm, sie schickt mal als Entertainerin. Und er muss jetzt auch Job suchen. Oh, ich hab... Schön. So, wann muss sie denn erstmal arbeiten? Morgen gleich. Ach du Scheibenkleister. Witze schreiben, Musik üben. Witze schreiben. Und ihr beide sollt... Nee, 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 ihr sollt euch erstmal kennenlernen. Eine schöne, lockere Unterhaltung. Schon vorbei? Tag verschönern. Tag verschönern. What the fuck? What the fuck? Wer ist hier alles? Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, herzlich willkommen. Freundlich vorstellen, grob vorstellen, grob vorstellen. Freundlich vorstellen. So. Und mich wollte man als Technikguru reinschicken. Videospiele spielen. Ey, die tun sich ja erstmal bedienen bei mir zu Hause. Was ist denn das? Wo muss ich denn? Ich habe Montag frei, das heißt, ich könnte Montag könnte ich erstmal gucken. Die Zeit gut nutzen. Freundlich. So. Aber wir sind uns natürlich. Ja, Alternativmusik. Alles klar. Meine Maus ist schon wieder rausgeflogen. Ich kann gerade nichts machen. Alles klar, warum fliegt die alle? Hä? Ja, schön, dass ich jetzt die Nachbarschaft sehe. Es ist geil. Und ich schneide das auch nicht raus, weil ich selber nicht weiß, woran es liegt. Ich wollte mal hier alles umbauen. Ich wollte mir einen Computer auch besorgen. Aber ihr seht, wie ich dazu komme.
Und geldmäßig ist natürlich auch eine andere Sache. Man muss natürlich Geld sparen für andere Sachen. Ja, und ich habe mir jetzt das Sims gekauft. Und seitdem ist dieses Problem. Ich glaube aber auch, mein PC, der macht, hat heute schon sehr viel gemacht, sehr viel Arbeit erschaffen. So, jetzt leckt es. Jetzt muss ich gleich meine Maus wieder an das wieder reingehen. Ja! Da fahren sie hoch und sind wieder ausgegangen. Also, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Jedenfalls, ihr wisst jetzt, ich habe Sims, also ich habe zwei Spiele, zwei Dinger jetzt auch, erstellt. Ich esse jetzt erstmal ein Eis, in meiner Wohnung extrem heiß wird. Und ich kann, wie gesagt, gerade nichts machen. Es ist schon ziemlich geil. Ich würde mal sagen, trotzdem lass mal einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ich das Ganze gefällt. Ich werde mal bis zum nächsten Mal gucken, dass ich das ganze Problem beherrscht bekomme. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das zeigt der Menzi. Obwohl gerade meine Tastatur, meine Maus wieder reingeht. Wenn sie natürlich jetzt weitermachen, dann lasse ich das dabei. Weil sonst muss ich hier Extremschaltung machen. Meine Maus ist auch nicht da. Ich habe 3 Tage Urlaub, sehe ich gerade, okay. So. Da sind wir doch wieder, können noch mal 5 Minuten spielen. Die muss ich jetzt mal hoch. Die ist nämlich, eine freundliche, eine lustige soll das sein. Wo ist Menzi? Ach hier. Ich muss nämlich jetzt spielen. Spiele spielen. Also du stehst endlich mal auf. Witze schreiben, Musik eben. Abgeschlossen, okay. Dass ich die hier extra wegschicken muss. Man sieht, das ist keine gute Idee. Jetzt zu kochen. Ich kann im echten Leben schon nicht kochen. Und dann will er im Spiel... Uiuiuiui. Also Dali sieht in Wirklichkeit, wie gesagt, nicht so aus. Ich kann sie bloß gerade nicht verbessern. So. Genau, machen wir den Kriegkäse fertig, weil sie kann hier was kochen ordentlich. So, ihr beide seid wieder alleine, deswegen... Tag verschönern. Lockere Unterhaltung. Das muss mehr werden. Denn mit dem Rennen habe ich ein bisschen was vor. Also, echte Figuren sehen viel zu schön aus. Also in Wirklichkeit... Wobei, ja, Tani, sie ist in Wirklichkeit kleiner. So. Duftlopfitz. Gemeinsames Foto. Aber Mensch, da muss natürlich noch was machen. Was man hier, jemand... okay. Ja, romantische. Achso, ja, ich bin ein Romantiker. Romantiker und Schiefers. Sie romantisch und Schiefers. Aber was hat sie? Ah,
Achso, ja, sie macht ja Comedy, deswegen muss sie ja auch ein Mikrofon besitzen. Mikrofon hier. Ein königliches Mikrofon. Aber gleich daneben. So. Nee, Witz erzählen. Was freundlich zu... Oh. Sie möchte freundlich zu mir sein. Komm, und wir machen noch Polizistenwitz. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Option Island zu Runde. Achso, ja, stimmt. Eine Runde bilden geht ja auch. Das... Freundlich sein und Tag verschönern. Musik ist gut. Was haben wir hier? Hier können wir... Achso, wir können angeln gehen. Okay. Belieben Radio... Das macht's ja. Achso, nee. Das, du musst das extra noch machen. Ja, und wie sieht's bei dir aus? Hast du nicht mal gezockt? Alter, zock! Wie lange zockt denn der? Man muss ja auch noch hier gucken nach Müdigkeit und sonst irgendeinen Scheiß. Wo ist denn das? Ah, hier hinten. Oh, ich hab Hunger. Also, was könnte man mit diesen Punkten gleich machen? Okay. Menzi, du isst jetzt mal den Grillkäse, denn die geht es langsam so vom Hunger nicht gerade gut. So, was macht denn Tali? Was sollen die jetzt machen? Von Herzen Komplimente machen. Das hört sich gut an. Aber Leute, ich muss sagen, das war's trotzdem. Spaß hat's trotzdem gemacht bis jetzt. Es ist nicht ganz unbedingt mein Spiel. So Sims. Es hat, man muss dauerhaft irgendwie was machen oder und trotzdem ist es ein Spiel, was ich gerne zwischendurch mal machen würde. Den besten Freunden auf Lebenszeit Haushalt besuchen. Keiner zu Hause. Also schönes Haus ist es ja. Aber das hier hat auch schon 2000 gekostet. Für den Anfang ziemlich teuer. Und da würde ich sagen, Sonntag 19 Uhr. Morgen muss Sally arbeiten gehen. Das heißt, im nächsten Wort, einfach mal übernächsten. Da würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich deinen Daumen nach unten schreibe, dann könnt ihr mir da auch, ob ihr mehr davon seht oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.